bist auch du Softwareentwickler, IT-Experte und hast Probleme, zügig deine Interessenten abzuschließen, sodass das erste Geld fließt, dass der erste Umsatz fließt, sei es Workshop etc. pp., sodass du dann sozusagen deine Werbe- und Vertriebskosten wieder refinanzieren kannst, ja, dann bist du hier genau richtig bei Thomas Klein Marketing Consulting. Dann schauen wir mal genau, wie dieser ganze Prozess ist und wie dir Fallbeispiele dabei sehr gut helfen können und an welcher Stelle du die genau am besten platzierst. Hier mal ein bisschen Erfahrungssharing. Viele IT-Experten, Dienstleister und Agenturenhaber, die bei mir bei Klein Marketing anfragen für eine Zusammenarbeit, stehen häufig noch am Anfang, was ihre Präsenz betrifft im Internet. Und viele haben schon irgendwelche Profile mit ein paar Followern oder auch vielleicht eine Webseite. Aber davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass man viele hundert, viele tausende von Followern hat, vielleicht auf LinkedIn oder irgendwo anders, und viele tausende von Kontakten, zum Beispiel in einer E-Mail-Liste, viele hunderte oder vielleicht tausende Follower. Und das haben die meisten IT-Experten, Agenturenhaber und Dienstleister, die zu mir kommen, in der Regel noch nicht. Und das ist deswegen so wichtig, weil es dir natürlich die Akquise und die Neukundengewinnung und Skalierung als Folge daraus natürlich erleichtert. Bedeutet im Umkehrschluss, dass dein Material, welches du als Marketingmaterial zur Verfügung stellst, uns auch als Partner und generell deinen potenziellen Kunden, also deinen Interessenten, die wir dir dann generieren in Form von Leads, Sales Qualified Leads, Sales Accepted Leads, umso wichtiger sind diese Materialien, dass das nicht nur einfach Materialien sind, irgendwelche 0815 Flyer oder irgendwas durch ChatGPT irgendwie generiert und dergleichen oder irgendwie 5-6 Zeilen, ja, einfach mal so eben hingeschrieben, sondern wirklich wohldurchdachte, aussagekräftige und aussagefähige, zum Beispiel Fallbeispiele, ja, also Use Cases, Showcases, Success Stories, noch besser, die ganz gezielt und ganz konkret aufzeigen, welche Situationen hattest du in der Vergangenheit mit ehemaligen Kunden oder noch Kunden, Bestandskunden, welche Situationen waren dort gegeben im Sinne von Problemstellungen, welche Ziele wurden dort vereinbart und welche Resultate hast du als Folge der Zusammenarbeit erzielt. Und desto geringer deine Online-Präsenz ist, und das ist alles, was unter 10.000 Follower oder Abonnenten ist, ist letztendlich noch sehr gering, auch im B2B-Bereich mittlerweile, desto wichtiger sind diese Materialien, diese Dokumente. Und jede Agentur, so wie wir auch bei Klein Marketing, könnte ich natürlich für die Visualisierung dieser Inhalte unterstützen. Aber die Inhalte selbst müssen und können ausschließlich nur von dir selber kommen. Also von dir, IT-Experte, ja, Softwareagentur, Entwickler, Dienstleister etc. Denn nur du hast diese Expertise. Ja? Nur du hast diese Expertise, nur du hast diese Projekte, noch viel wichtiger, ja, mit deinen Kunden umgesetzt und erfolgreich umgesetzt. Das heißt, nur du kennst dich dort letztendlich mit den ganzen Nitty-Gritties aus, wo die Engländer sagen würden, also mit den ganzen Details, mit den feinen Schräubchen, die du dort vielleicht implementiert hast, eingebaut hast, ja, was auch immer für das Projekt sind, also die Aha-Erlebnisse, die Learnings daraus und so weiter und so fort. Okay, jetzt magst du sagen, naja, mein lieber Thomas, das ist in der IT-Branche alles nicht so einfach. Ich bin zum Beispiel aus der IT-Security-Branche, ich darf das alles gar nicht verraten. Hier mal folgende Tipps. Erster Tipp. Generell kannst du deine ganzen Fallbeispiele und Use Cases alle anonymisieren. Du kannst sie so weit generalisieren in Form von, für wen das Ganze war, indem du einfach nicht sagst, den Namen einfach weglässt. Du kannst, wenn du noch weiter anonymisieren und generalisieren willst, kannst du die Firmengröße weglassen, du kannst die Firmenbranche weglassen, wenn es unbedingt sein muss, obwohl das alles natürlich auch wertvolle Hinweise oder auch, sag mal, Kompetenznachweise für dich sind, für eventuelle neue Kunden aus den gleichnamigen Unternehmensgrößen
und oder Branchen, aber das kannst du alles weglassen und alles sozusagen komplett anonymisieren dadurch und niemand wird jemals erraten, wer dieser Kunde tatsächlich war. Wenn dann häufig kommt das Bedenken, naja, also wenn jetzt mein ehemaliger Kunde oder noch Bestandskunde das irgendwie im Internet sieht, diesen Use Case, und dann wird er sich dort wiederfinden und dann schockiert sein. Ja, aber das ist ja nur er. Niemand anderes wird jemals erraten, welcher Kunde das gewesen ist, wenn du das so weit anonymisierst. Ja? Da helfen wir dir auch da ganz gerne dabei. Und der zweite, noch viel wichtigere Tipp, also das erste anonymisieren. Das zweite ist den Zeitpunkt, wo du diesen Fallbeispiel kommunizierst. Du musst dann einfach, und das bringen wir dir auch gerne bei, wann der richtige Zeitpunkt ist, du musst dann einfach nicht nur das nachmachen, was halt alle irgendwie anderen B2C-Berater und was halt alle anderen auch machen, dass sie quasi ihre ganzen Testimonials und Fallbeispiele, und das machen wir bei Kleinmarketing auch nicht, einfach direkt an die Webseite klatschen, sodass auch die komplette Mitbewerber und jeder kann da sozusagen dann rumkramen und nachschauen, wer diese ganzen Testimonials und so weiter sind. Das ist ja in der Coaching-Branche und der Consulting-Branche mittlerweile auch so alles überfrachtet und dann sind da irgendwie 10.000 Testimonials. Ich weiß nicht, ob der vielleicht schon mal auf YouTube der über wen gelaufen ist, der mit 4.000 Euro aussorgen. Ja, also auch diese ganzen Spammer und diese ganzen Scam-Artists da, die dir erzählen wollen, wie du mit 4.000 Euro in 6 Wochen aussorgst und Millionär wirst in 3 Tagen und so weiter. Also auch die haben ja auch, wenn du dann auf diese Webseiten klickst, dann haben die theoretisch auch hunderte von Testimonials. Das sind halt irgendwie B2C-Schneeballsysteme teilweise, ne? Also eigentlich höchst illegal, aber die sind halt irgendwo im Ausland und so weiter. Naja, okay, long story short, selbst die haben enorm viele Testimonials. Also viele Testimonials auf der Webseite zu haben, sagt erstmal gar nichts aus. Ja, das kann sonst was sein. Ja, das heißt, der Zeitpunkt, niemand sagt, dass du dein Fallbeispiel, um wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema, ganz am Anfang von deinem Vertriebsprozess bereits platzieren musst. Das sagt ja niemand, dass du dir auf die Webseite klatschen musst oder irgendwo rumposten und so weiter. Du gar nicht weißt, wer alles dieses Testimonial dann sieht. Sondern du kannst ja einfach so weit warten, bis wir dir zum Beispiel eine Opportunity gemacht haben bei Klein Marketing, proaktiv. Wir arbeiten ja auch operativ mit unseren Kunden zusammen, generieren also proaktiv wirklich hochqualifizierte Leads. Zum Beispiel letzte Woche hatten wir da 2, 3 Leads, ja, wo wir dann auch quasi auch begleiten, auch in den Calls und dann letztendlich auch vorher, nachher Gespräche führen und dann einfach auch die Sales Calls zu optimieren für unsere Kunden. Da waren einige Konzerne dabei, mit zum Beispiel einer der größten Haushaltsgerätehersteller, ein Autobauer war dabei und noch ein paar andere, Maschinenbauer war dabei. Und nachdem dann sozusagen dieser Teams-Call stattgefunden hat, ja, dann weißt du doch, wer dir gegenüber ist. Also dann hast du da 2 Leute und denen kannst du doch getrost dann dieses Fallbeispiel schicken als sozusagen nächsten Touchpoint. Hier verlinke ich nochmal das Video, das ich jetzt vorhin gerade gedreht habe, zum Thema, wie viele Touchpoints du benötigst, bis du einen Kunden abschließt, im B2B teilweise bis zu 20 oder noch mehr. Ja, auch das erste Gespräch, das wir dir machen, ja, ist ja nicht, also hier sitzen ja nicht 20 Telesales, ja, die letztendlich am Tag 20 Termine machen und jeder davon wird dann sofort ein Kunde. Also das ist so ein langfristiger Prozess und du brauchst viele Touchpoints. Und letztendlich ist das ein sehr, sehr wichtiges Element. Und wenn du das zum Beispiel nach einem ersten Teams-Call zum Beispiel dann nachlagerst, die meisten fragen sowieso danach, schon teilweise schon davor. Aber du kannst gerne auch bis zum ersten Teams-Call warten, bis ein gewisses Vertrauen da ist, wenn du jetzt sozusagen, dass dein Bauchgefühl nochmal gefestigt ist, dass du siehst, okay, das war jetzt von der Firma her, es ist jetzt ein Konzern, da würde ich gerne als Kunden gewinnen, aber auch von den Leuten her, mit denen ich jetzt da im Teams-Call war, das passt auch, ja, weil so in so einem Konzern arbeiten Tausende von Leuten und jetzt passt jetzt auch sozusagen die Sympathie ist da und du vertraust denen, schicke ich denen halt dieses Fallbeispiel. Kann ich dann trotzdem noch gerne anonymisieren, bis zum hochgradig anonymisieren, ja. Aber ich würde halt immer so spezifisch wie möglich vom Inhalt her bleiben, weil das ist natürlich dann der Kompetenzbeweis und niemand da draußen und schon gar nicht diese hochwertigen Autobauer, Maschinenbauer, Haushaltsgerätehersteller und so weiter, die sind in Deutschland nach wie vor noch sehr, sehr groß und potent sind, auch vom Budget her.
werden dich jemals, wenn dir jemals eine Chance geben, mit denen zusammenzuarbeiten, wenn du ein kleiner Dienstleister bist, IT-Dienstleister, wenn du denen nicht quasi als Beweisgrundlage dem mal ein paar Fallbeispiele gebracht hast, ja, die sozusagen belegen, dass du das, was die von dir erwarten als Dienstleistung, auch wirklich kannst. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, und nochmal, diese Inhalte müssen von dir kommen, und wir können es dann irgendwie hübscher machen, Fotos dazu machen und das Ganze in Canva aufhübschen und was weiß ich und so weiter, aber die Inhalte müssen von dir kommen, und die müssen einfach diesen Kompetenznachweis erbringen. Ja. Und so wichtig wie das ist, umso leichter macht es dir dann letztlich auch, den Kunden zu gewinnen. Und ich bin häufig dann auch mal ein bisschen erschrocken, wie wenig da zurückkommt. Also, weil ich werde ja gebucht, ich werde ja auch bezahlt von einigen meiner Kunden, die dann erwarten, dass ich ihnen Kunden bringe. Und dann frage ich eben auch nach Use Cases, und dann kriege ich manchmal irgendwie 5 Zeilen hingeschrieben oder sowas oder irgendwas generiert aus ChatGPT und so weiter. Und da sollte man sich jetzt hier nochmal ausdrücklich auch an der Stelle von mir empfohlen, auch wirklich mal hinhocken und mal einen ganzen Tag, mal einen Sonntag, auch mal einen Samstag, wenn man unter der Woche eben keine Zeit hat, weil man einfach sozusagen als Geschäftsführer auch sogar in seinem Tagesgeschäft verwickelt ist, als Entwickler und so weiter. Und wenn es eine Woche dauert, dauert es eine Woche. Und wenn es 2 Wochen dauert, dauert es 2 Wochen. Also das ist so wichtig. Da sollte wirklich keine Mühe gescheut werden. Denn diese Fallbeispiele können dann unter Umständen 1 Million Euro wert sein, ja, hinten raus. Wir hatten da letzte Woche auch, wie gesagt, 2, 3 Teams-Calls. Da ging es um wirklich teilweise Möglichkeiten einer sehr, sehr langfristigen Zusammenarbeit. Und also der Customer Lifetime Value ist auf jeden Fall gegeben. Ja, das wollte ich einfach mal sagen. Und diese Möglichkeiten, dass du es erstens anonymisierst, zweitens zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt eben platzierst, wo du dir ganz genau sicher sein kannst, wer dieses Ding dann auch erhält. Die dritte Möglichkeit, das ist dann sozusagen der Extremfall. Du kannst, und das verlangen sogar viele, auch schon beim ersten Teams-Call, die ein konkretes Projekt haben, und um es überhaupt zu ermöglichen, dass sie dir zum Beispiel als IT-Dienstleister einen Anforderungskatalog schicken, auch eine abgespeckte Version meinetwegen davon, also generell mal irgendwelche Unterlagen oder Informationen zu dem bestehenden Projekt, wollen ja halt ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, ja, also eine Vertraulichkeitserklärung. Und die kannst ja du auch sagen, okay, lass uns das unterzeichnen, und dann kannst du ja einfach die Testimonials einfach raushauen, ja, den Fallbeispiel, und brauchst dir keine Gedanken mehr machen, ja. Und vice versa. Und die können dir halt einfach auch die Anforderungen, oder wenn sie die eben schon haben sollten, einfach auch zuschicken. Ja? Das ist ja so gang und gäbe. Viele sind es aber noch nicht so gewöhnt, diese Sache zu machen. Besonders die Kleineren, die halt einfach gewöhnt sind, als Freelancer zu arbeiten. Ja? Die haben das nicht so, bei denen ist es nicht so gang und gäbe. Die haben vielleicht auch noch gar keinen wirklich vom Anwalt erstellten Vertraulichkeitserklärung, wo halt eben alles top safe drin steht und sowas, muss ich einmal erstellen lassen, kann man sich wahrscheinlich auch online irgendwie erstellen lassen, so ein Standardding. Ja, und dann hast du es, und dann kannst du es einfach hin und her schicken und fertig. Ja, und das ist letztendlich auch eine Sache, die ist innerhalb von 1, 2 Wochen dann auch unterschrieben und so weiter. Na, manchmal dauert es halt ein bisschen länger bei diesen großen Firmen, wie es halt immer so ist. Aber wenn du am Ende dann 4, 5 Jahresverträge mit denen hast, dann lohnt sich das wirklich, ja. Okay, also, es geht also nicht nur darum, Leads zu machen, sondern es geht letztendlich auch darum, dass man hier hochwertige Fallbeispiele sich erarbeitet und eben bei den Interessenten platziert, weil das so einer der wichtigsten Konvertierungsfaktoren, ja, überhaupt ist. Ne? In dem Punkt stimme ich mit sämtlichen Coaches und Consultants und Agenturen und Facebook-Agenturen und wer es da noch alles draußen gibt, stimme ich komplett 100%ig überein. Ja, nur die Platzierung, ja, die Form, ja, ein bisschen anonymisiert und so weiter, das kannst du natürlich anpassen auf deine Industrie und so weiter und auf deinen konkreten Vertriebsfunnel, den wir dir gerne auch mit dir zusammen ausarbeiten werden. Ja. Wenn du da Interesse dabei hast und mit uns noch nicht direkt gesprochen hast, hier unten findest du einen Link, einfach bei uns einen Termin buchen, und dann sehen wir uns im nächsten Gespräch. Wir sind spezialisiert auf die IT-Branche und ich glaube, das IT-Security-Softwareentwicklung
whatever you name it. Ja, und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein, ich freue mich. Bis dann, ciao. Warte, ich ziehe mir jetzt hier so einen Shake rein. Das sind so an die 27, glaube ich, unterschiedlichen Vitamine drin. Das ist so lecker. Hochwertiges organisches Eiweiß, Proteine und so weiter. Das nehme ich immer so quasi abends, ne, dass es so richtig wirken kann. Das ist dann so innerhalb von zwei, drei, vier Stunden wird es dann verdaut und es ist zum Beispiel auch viel hochwertiges Magnesium drin, weil es einfach extrem wichtig ist, zum Beispiel ja, einfach fürs Gehirn auch, was ja viele gar nicht wissen, dass man sozusagen Magnesium auch nachts braucht, das Gehirn, also nicht nur die Muskeln, ja, zur Regenerierung und so weiter. Einfach super, super wichtig. Und das ist also so mein Tipp. Ich kann euch da mal, wenn ihr Interesse habt, so Performance-Steigerung auch im Sales, im Marketing, Vertrieb und so weiter, euch da mal ein paar konkrete Tipps geben, ja, so Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Auf jeden Fall. Ja, okay, bis dahin. Ciao. Sieht auch gut aus, ha? Die blaue Lagune, nenne ich das. Du bist halt dieser, im Grunde bist du halt ein Bauchladen. Also dein großer Vorteil, dass du so ein flexibler Typ bist, der eigentlich alles irgendwie für jeden könnte, theoretisch, ist dein großer Vorteil, der aber gleichzeitig dein Nachteil ist, und zwar ganz am Anfang in der Pipeline. Also dein Vorteil kommt später zum Tragen, wenn es dann darum geht, spezifisch wirklich Lösungen bestmöglich zu lösen, Probleme bestmöglich zu lösen. Das heißt, wir werden Probleme dann anvertraut, wenn du zwar schon wirklich tief, also schon quasi beim Arbeiten bist mit dem Kunden, wir werden Probleme anvertraut und du findest dann nicht einfach nur nach 15 Lösung oder die dir vorgeschlagen wird, sondern du findest vielleicht noch eine viel bessere, an die niemand gedacht hat. Das ist der große Vorteil, aber der kommt erst ganz weit hinten. Ja, ganz weit vorne ist es, was da dein großer Vorteil ist, ist dein absoluter Nachteil. Das heißt, solange du den vorne nicht wirklich das Maximum, was du rausgezogen hast, ist theoretisch alles, was du sagst über dich, falsch. Ja. Weil nämlich von deinem kompletten Kuchen, den du anbietest, nur so ein kleiner Teil wahrscheinlich nur relevant ist. Und du Ja. weißt ja noch gar nicht, welcher. Also, verstehe ich auch. Es ist halt, also